Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Ja, mit diesem tollen Pixelmon Mod, also Pokémon Mod, sorry. Genau, wir haben das letzte Mal einen Livestream gemacht, gestern. Und ja, wir haben ein paar Sachen gemacht. Wir sind hier auch in einer Wüste angekommen. Haben hier ein kleines Dorf mit einer Arena scheinbar. So ein, ja, eine richtige Arena, also nicht so eine Pokémon Arena, sondern eine, ja, Real-Life-Gewalt-Arena. Nein, nein, natürlich nicht, aber genau. So, jo, ziemlich geil. Und, jo, die könnten wir mal versuchen, aber wir werden wahrscheinlich verlieren. Ja. Genau, wir haben einen Healer und einen PC gemacht, genau. Jo, es ist viel passiert, aber, ja. Eher nicht ganz so interessant für einen Part. Wir haben das nette mal kurz angeschaut und ja, da können wir einfach weitermachen dann. Ist natürlich auch ziemlich, ja, toll irgendwie im Neffe, auch wenn es nicht unbedingt so, ja, bösartige Kreaturen gibt. Aber das ist irgendwie das Coole. Pokémon sind so süß und Ding. Dieses Mautzi interessiert mich echt. Ich glaube, ich tue es mal sammeln. Budox muss noch ein bisschen leveln, der hat noch nicht irgendwie so. Wir haben, glaube ich, die Pokémon weggenommen, die irgendwie etwas machen können. Aber wir werden das schon fangen. Windstoß, bitte, treffe. Offenbarung ist was? Tut seine Schwächen offenbaren. Mogelhieb, oh. Flugfehl. Gut. Nochmals Windstoß, bitte. Und jetzt lass dich fangen. Mautzi ist doch männlich, wieso ist Mautzi jetzt weiblich bei uns? Ich bin eigentlich kein Frauengegner bei Pokémon, also Weibchen habe ich sehr gerne. Aber ich fühle mich jetzt gerade bei Mautzi eher als Männchen. Okay, es gibt Weibchen, die einfach ein bisschen süßer, ein bisschen sanfter aussehen und so. Vielleicht auch irgendwie mit einem Haarschmuck oder so. Ja, eine Haarspange. Ich sag mal dem, ja. Ja, diese Haarspangen, ne? Jo, so Sachen. So, was willst du? Hey, ich hab Humor. Ich möchte einfach über legendäre Pokémon berichten. Ja, ich habe auch gehört von diesem Ding. Auch als dritter oder vierter habe ich das auch schon gehört. Ich erzähle einfach wieder das Gleiche. Tschüss. Okay, tschüss. Gut, wo wollen wir hin? Wir wollen noch ein bisschen in den Süden. Da gibt es noch ein Anwesen scheinbar. Also müssen wir hier durch. Okay. Ja. Ah ja, in der Arena wollte ich noch kurz schauen. Jetzt können wir noch kurz heilen zuerst, weil wir wollen ja auch Ding. Und wir haben ja hier auch einen PC. Haben wir schon die Box 2, genau, die Mautzi. Ich möchte kurz mal schauen. Techniker. Okay, von Schwächen und Token. Ja, ich brauche einen Mautzi mit Mitnahme. Hallo. Holen wir halt noch ein normales dann irgendwann oder nochmals ein Galar. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Mitnahme bekommen können. Ja, ist nicht egal. Also das ist jetzt nicht gerade so wichtig. Level 50, Level 50, Level 50. Tschüss. Ich gehe mal wieder. Ja, wir sind jetzt einfach noch nicht so schnell. Also ich möchte lieber noch ein bisschen warten können. Mit dem Vorwärts machen. So. Du bist süß. Was bist du für einer? Usch. Ja, wir mögen Pokémon. Also wir alle. Ich bin nicht gut im Englisch. Aber es ist von Natur, die einzigartige Natur, dass wir immer anders sind. Wir haben andere Werte. Ja, genau. Und eins ist weniger. Ja, das weiß ich schon lange. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Dass man Typen hat und da sind manche schwächer, manche sind besser. So, wir brauchen... Ja, dann müssen wir einfach mal wieder ausdecken. Gut, das können wir reintun. Und Premierbälle, dankeschön. Und dann müssen wir leider so langsam wieder zurückgehen. Wir wollen in diesem Part ja noch etwas machen. Dann nehmen wir noch das Gegengift, das ist sicher interessant. Und jetzt noch zur Villa gehen. Genau, das ist, glaube ich, in die Richtung. Haben wir hier noch irgendwie, ja, dann nehmen wir noch die hellblauen mit.
Die können wir nicht mitnehmen. Löwenzahn können wir auch nicht mitnehmen. Ja, ist egal. Brauchen wir auch nicht. So. Und dem, ich habe im letzten Part, nein, im Livestream ja noch einen Latios, denke ich mal, gesehen. Aber das ist aufgetaucht mit einem Ozean. Das werden wir wahrscheinlich nicht sehen und erreichen können und so. Die werden wir dann wieder sehen, wenn wir natürlich gerne ein bisschen stärker sind und auch fliegen können und so. Ich könnte noch ein bisschen reiten, aber ja, es bringt jetzt einfach noch nicht so viel. Ah, das ist eine Kirche, deshalb. Schade, dass es nicht etwas nervös ist. Aber gut. Haben wir hier nicht irgendwo eine Lootkiste oder so? Nö. Also haben wir auch hier nichts. Ja, ist auch nichts drin. Im Trankding haben wir das. Wasserflasche. Tahaibeere, die nehmen wir mit. So, ich muss mal kurz schauen. Können wir noch etwas decken? Nein, ich glaube nicht. Ah, das Brot können wir dann stecken. Sehr gut. Also, wieso haben wir hier? Ja, das ist, also ist einfach wegen kaputt. Ja. Hier haben wir vielleicht ein Grab, wo das drin ist. Können wir auch mal buddeln hier. Dann gibt es hier eine... Sieht schon geil aus, eh? Aber man weiß manchmal gar nicht, was das bedeuten soll. Wir haben hier ein Ultra-Elm-Sign. Was ist Elm? Ist es ein Baum, der speziell? Was ist eine Elm-Sign? Was ist Elm? Elm. Ultra-Elm-Sapling. Von We- Ah, das sind die Ultra-Dimensions, deshalb Ultra. Ah, okay. Sehr interessant. Gehen wir auch mal rein, dann, wenn wir fliegen können mit einem Pokémon. Ich muss einfach abwarten, weil ich da nicht reinklettern will oder so. Also wir könnten uns reinstecken oder so, aber das macht nicht so viel Sinn. Also ich will es einfach nicht machen. Also ich will mir die Bürde machen, wenn ich ein Flug-Pokémon habe, das wirklich auch fliegen kann. Genau. Das ist meine Sache, meine Challenges, oder? Ja. Ist einfach so. Ich bin einfach einer, der nicht immer alles macht, was man eigentlich so als entschieden oder einfach voreilig empfindet. Genau, jetzt müssen wir einfach eine Kiste mal mit, ich glaube, Citru haben. Also eine andere mal rein. Diese Schwerter-Sachen, die ist neu. Superbälle machen wir hier mal rein und einen Eimer. Nein, ich sehe nicht hier. Ich glaube, Äpfel haben wir. Puh, ich weiß das nicht auswendig. Ich kann mir das nicht so gut merken. Gerade haben wir hier noch die Meeresgurke. Ja. Wieso heißt sie nicht Seegurke? Ist das falsch übersetzt oder heißt sie wirklich Meeresgurke? Hier haben wir aussortiert, also die Kiste. Das ist aber der Loot noch von den vorherigen Parts. Also schauen wir mal. Barbiri, also schauen wir mal zum Beispiel. Tahaibeere, die haben wir noch nicht. Das ist die Landsatbeere. Tamotbeere, das ist sowieso eine andere Farbe. Und die ist sicher auch nicht. Das ist die Piercifbeere. Ja. Okay, einen neuen Baum hin. Sehr gut. Qualotbeere. Die ist so ein bisschen grün auch. Die habe ich auch nicht. Das ist Piercif, genau. Die da? Nein. Das sind alles neue. Ich dachte, es gibt nicht mehr so viele, aber scheinbar hat ja Pixelmon Mod ein riesen Item-Angebot. Wir müssen sie nur finden, die Sachen, und dann können wir sie auch craften und ja, anpflanzen. Also die Piercif habe ich gesehen, die Äpfel. Welcher Baum ist der Äpfel? Haben wir denn schon? Nee. Den haben wir auch nicht. Cool, immer neue Bäume. Immer weiter neue Bäume. Und die Citrubeere, die kenne ich noch aus der dritten Gen. Die kam in die dritte Gen. Ist das eine Citrubeere? Nein, das ist ja Robicoco. Das ist Pumpkin. Ja, scheinbar auch noch nicht. Oder die? Lapros, okay. Hab ich meinen Namen auch irgendwie noch nicht so mitbekommen. Genau. Sollen wir mal so einen Dödel? So einen Dildo? Tut mir leid für die Jüngeren. Ich sehe auch wirklich, ich bekomme gut Abonnenten auch über und eben die Aufrufe. Ich weiß nicht, wie viele so motiviert sind von meinem Abonnenten oder wie, die mich schon mal gesehen haben. Aber vor allem neue Zuschauer kommen sehr viele.
Also alle Neuen natürlich ein herzliches Willkommen. Dankeschön für die Unterstützung. Ich kann es wirklich gebrauchen. Ich bin ja schwer krank und ich mache echt nicht Werbung. Also ich hoffe einfach, dass es nicht für euch ein bisschen stört. Lol. Wie süß aber. Also wenn ihr sagt, ja, ich möchte das gerne nicht mehr sehen, dann mache ich es auch nicht so viel. Ist das eine besondere Farbe hier? Ich kenne leider das Pokémon noch nicht gut. Nee, nee, ich glaube, das ist ein Schlaraffel. Denn das wie ein Affe, aber es ist ein Eichhörnchen, gell? Jo, es ist noch ein bisschen zu hochlevelig. Ich möchte noch ein bisschen warten, immer mit dem neuen. Was ist das auch wieder ein Schlaraffel? Ich sehe immer noch den Schwanz. Die hauen immer nur ab. Hm. Gut, was wollen wir noch machen? Snaffer gehen, hä? Dafür, ja, können wir teleportieren kurz. Bringt ja nichts, wenn wir so lange aufhalten uns. Genau, die Piercive-Bäre könnte ich noch ins. Ich muss mal alle Bären aussortieren, genau. Wirklich in eine neue Truhe rein tun. Also, das ist die Bärenkiste jetzt dort. So, also. Ich möchte euch auch im Video noch zeigen, nicht nur im Livestream. Natürlich das Neffe zeigen, oder? Ich weiß nicht, wie viele den Livestream geschaut hat oder die aufzeichnen. Und hier einfach dorthin, wo wir dann gewesen sind. Und das war, ja, die, nein, nicht die NW, doch, nette W1, genau. Und hier haben wir Glowstone abgewartet, hier drüben, genau. Und jetzt können wir einfach irgendwo anders hingehen. Wir müssen vielleicht ein bisschen graben oder so. Irgendwo können wir schon hin. Riebesdecken können wir gerade nicht. Und Essen habe ich auch zu wenig. Also Bäume haben wir schon ein bisschen geholt. Ich möchte eben noch Behutsamkeitsspitzhacken und so haben. Aber das Craft, also wir können einen Verzauberungstisch eigentlich jetzt langsam machen. Bisschen Obsidian brauche ich, denke ich mal, noch und so. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut, wo ich am besten hin soll. Ich grabe mich jetzt mal hier ein bisschen rein, dass wir ein bisschen netter Rack haben zum Stacken. Genau. Also so direkt netter Ride oder so farm ich nicht. Das interessiert sowieso nicht so vielen. Immer sofort. Ja. Ich weiß, dass die Leute besseren Content verdienen, die Spiele lassen, aber uns heftig grinden. Das wollen die meisten dann in einem Let's Play natürlich nicht schauen. Ich schaue aber, dass ich immer viel rede, bis interessant, etwas Interessantes rede oder so. Irgendwie so. Und so Sachen, aber es tut trotzdem nicht viele anlocken. Also, jo. Ich muss noch ein bisschen berühmter werden. Also, das dürfte ihr gerne mir ein bisschen helfen davon, dazu, aber ich will euch alles freiwillig machen lassen. Ne? Tut euch nicht irgendwie von mir unter Druck setzen. Es ist halt wirklich schwer ohne Werbung. So, Let's Play und Livestream. Viele haben auch nicht Lust, erst wenn sie 1000 Mal Werbung sehen, haben sie Lust oder so. Oder die, die Werbung schauen wollen, die kommen einfach nicht zu mir, weil ich keine Werbung mache. Gibt es das überhaupt? Okay, wir haben schon mal eine weitere Erkundung hier. Ich möchte gerne den Baum noch haben hier. Der auch diese Blitzlichter hat, genau. Es ist so ein geiler Mod. Ich muss den Mod einfach mehr haben. Ja, aber die Modpacks haben ihn fast nie drin. Weil ich glaube, der Modder, der will nicht, dass der Mod in den Modpacks vorkommt. Habe ich so das Gefühl. Also, es gibt öfters mal. Also zum Beispiel Optifine darf zum Beispiel nie in einem Modpack drin sein. Jetzt bekommen die Modder irgendwelche Probleme. Gut, ja, wir haben uns gut vorbereitet, ja. Doch, wir haben Bretter. Gut. Hab schon gedacht, wir können wirklich nichts machen. Nein. So. Machen wir mal 2 wieder. Wir haben ja noch einige Zeit zu buddeln. Und ein Bronzel. Ist auch ein cooles Pokémon. Aus der 4. Gen. Ich kenne es jetzt nicht so aus der 3. Gen jetzt, wahrscheinlich gar nicht. Deshalb. Ich denke, es ist 4. Gen. Ist eine geile Gen gewesen, aber ich hatte halt keinen 3D. Nein, keinen DS. Keinen Nintendo DS. Hatte einfach nie Geld.
So, dann nehme ich noch ein paar PC mit. Aber nur diese Farbe. Die blaugrün oder so. Lurmel hier auch, okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es sind viele Pokémon wirklich auch in den... Ist das eine Fledermaus? Eine buschige Fledermaus? Leckknöll. Eine Fleckenknöll. Gehen wir mal hier hoch. Aber wo ist jetzt dieses blaue Biom? Wo ist... Da drüben ist ein... Wir gehen jetzt mal zuerst dorthin. In die Richtung. Also. Weil dort ist eine Festung. Und dann gehen wir noch in die Bastion. Wenn es doch reicht, ich habe schon 15 Minuten auf dem, der Uhr. Und eben die Parts werden sonst zu lange nach 30 Minuten. Auf YouTube noch viel länger zum Verarbeiten und so. Ist natürlich nicht so toll. Gut, ja, diese Beete möchte ich noch ein paar Mal farmen. Können wir dann anpflanzen. Ist ja sowieso besser, wenn wir keine Monster dann spawnen. Ah, ein bisschen Glowstone noch. Ein bisschen zu wenig. Ja, ich halte mich jetzt nicht so auf mit dem Farmen von Glowstone und so. Das können wir ja... Das Ganze runtergekommen, gut. Das können wir ja dann mal in einem anderen Part machen, weil heute haben wir viel vor noch. Mit der Bastion. Oh, meine Güte. Speed. Okay, sie ist direkt hier. Und nicht irgendwo mega zum Hochstecken. Was ist das hier? Das ist einfach ein Meisterball. Eine Meisterkiste, genau. Weltbeschichtung. Dann nehmen wir noch die Glocke mit, weil die ziemlich selten ist. Knöpfe und so. Es ist schon geil, dann abzubauen, aber... Ja. So, und wir gehen jetzt hier rüber. Wir müssen uns halt hochbauen. Ja, ich möchte sowieso diesen... Ding für die Feuerseite, also Feuersegment von der Villa. Möchte ich die noch ein bisschen farmen? Geht ja nicht so viel länger. Genau, nehmen wir die nur mit. So. Ich frage mich, weil ich ja ziemlich krank bin. Und viele Let's Player einfach so, zum Beispiel Asperger, Autismus, Depressionen oder so haben. Wie viele Leute seid ihr eigentlich, wo mindestens eine Krankheit haben, auch wenn sie nicht so schwer ist? Wie viele schauen mir zu, die zum Beispiel so ein bisschen die ja, Sachen teilen oder so? Lol, direkt bei den netten Warzen, okay. Ja. Nehmt mich mal wunder, auch wenn ihr nur depressiv seid. Okay, es ist ja auch eine schwere Krankheit. Das ist ein bisschen schlimm gesagt, wenn es nur ist. Aber jo, wie viele Leute erschrecken sich, weil sie zu weit rennen? Nein, wie viele Leute gibt es einfach, die auch ein bisschen Probleme haben? Weil ich habe eine Community entdeckt, die ich jetzt nicht so auswendig, also nicht so direkt sagen möchte. Ihr versteht es wahrscheinlich. Eben Autismen. Autisten. Nein, sagen die Autisten. Ja, Autisten. Ist, glaube ich, das rechte Wort. Und die möchten eher sanftere Let's Plays sehen. Wie zum Beispiel Pixelmon. Oder vielleicht auch ein Hack'n'Slayer oder so, wo einfach ein bisschen weniger kompliziert ist und so. Weil ich denke, eher Autisten wollen mich nicht so sehen, weil ich sehr schlagartig, ein bisschen viel zu erzählen habe, ein bisschen wenig Pause machen zwischen, zwischen dem Reden. Weil ich einfach sehr gerne rede. Ich bin übersozial. Und Autisten sind nicht immer gerne sozial. Also ich bin einfach irgendwie das Gegenteil von einem Autist. Und mir wurde immer gesagt, ich wäre Asperger-Ding, oder? Krank. Es ist aber nicht. Das habe ich eben getestet jetzt erst kürzlich im Ende Februar. Und ich warte halt auch darauf, dass ich noch weiß, was ich genau bin. Aber ich denke einfach, ich habe zu viel Energie manchmal. Ja, ist ja leider so. Ist ein bisschen schwer gesagt, aber... Mann, ich weiß doch selber nicht, was ich genau bin. Und ja, ich möchte einfach mit solchen Leuten auch mehr reden. Es gibt aber auch Leute, ja, die ich nicht so mag natürlich.
Egozentriker, glaube ich, heißen sie als Egoisten. Meine Güte, Hundemann ist das, glaube ich, da oben, ne? Ne, ist ein Hundewurst. Und ich finde einfach, das ist so geil, dieses Pixelmon. Ich habe so viel Spaß wie ihr wahrscheinlich und möchte ich halt einfach mehr mit euch teilen. Ja, diesen näher rankommen. Ja, ich habe wieder nichts. Also, dann tun wir einfach in die Kiste. So ein Netzwerk. Ein Diamanten. Ein bisschen Gold. Ein alter Taler. Jetzt haben wir Lava oben drüber. Ja. Und eben, wenn es euch ein bisschen stört, meistens halt auch ein bisschen krankheitstypisch. Diese Unkonzentration und so, wegen mir so viel Gedanken herumschwirren. Und ich halt auch Schweizer bin und nicht direkt immer sehr flüssig reden kann oder so. Und vielleicht auch nicht so emotional mega rede. Dass es euch nicht so stört, dass ihr das wisst oder dass ich doch manchmal ein bisschen unmotiviert klinge oder so. Ich bin nicht unmotiviert. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt gerade so viele Sachen habe, erlebe. Geh mal hier runter noch. Es ist genial, Pixelmon ist halt immer schon genial, deshalb habe ich schon so viele Server gemacht und so eine Freude den Spielern gegeben, die das auch teilen. Es ist einfach genial. Also Nagel nehme ich nicht mehr mit. Ein Feuerjuwel. Mist, ich habe zu wenig Redstone mitgenommen. Ja, ein Magma-Block mag ich eigentlich auch nicht mehr nehmen. Habe ich genug gefunden. So, dann nehmen wir doch nochmals ein bisschen Soul Sand mit, dass wir sehen sollen. Ja, wir haben. Wir nehmen es dort, wo wir haben, weil wir cheaten nichts, weil wir es nicht haben. Oh Gott, lieber nicht. Also ich bin sowas von trainiert, Moderator und alles. Bei anderen Vorbild sein, ich cheate niemals. Und wenn dann nur, einfach, dass wir etwas noch erreichen können. Wie zum Beispiel mal NPCs noch irgendwo platzieren. Normale NPCs, also Dorfbewohner. Weil wir haben sonst nicht diese Trading-Angebote. Weil der Mod einfach nicht will. Da haben wir noch Glowstone. Was ist eigentlich her mit der Lava? Hä? Lava, Lava. Lava, Lava. Ich habe kleine Blöcke. Mein Gott. Das Spiel will uns trollen. Das Spiel will gerne trollen. Jetzt kommt dann sicher die Lava rüber. Gut. Glowstone haben wir aber im Metall. Nee, ich möchte eigentlich nicht mehr weiter abbauen. Ist ein bisschen langweilig geworden. Also, wir haben einfach noch nicht so viel, aber muss nicht unbedingt sein. Doch hier muss es sein. Komm schon. Einfach ein Stack, nicht mehr. 37, das geht euch gut hier. Alles abzubauen für euch. Nicht ganz. Also hier drüben bauen wir nicht ab. Das nehmen wir noch mit, das hier. So, und dann haben wir 59, dann nehmen wir das noch mit. Dann haben wir 63. Dann, ja, die Schwerter nerven langsam ein bisschen. Das ist ein bisschen zu viel. Gehen wir noch hier rein. Ah, hier haben wir noch einen Abgrund. Nein, gehen wir noch hier rein. Oh, die Nebulax sind immer so mega groß. Haben wir aber schon gefangen. Und hier oben, ja, ist wirklich nichts. Schade. Und hier drüben denke ich auch nichts mehr. Also, dann machen wir doch hier einen Wegpunkt. Komm. Netterfestung 1. Weil wir müssen jetzt zurück zum Portal. Ausladen uns. Und ja, ein bisschen können wir noch zur Bastion gehen. Müssen aber von der Festung wahrscheinlich wieder los. Sind beide Wege ein bisschen weit, habe ich so das Gefühl, leider. Also wir werden im nächsten Part direkt hier weitermachen, natürlich. Dann haben wir die Bastion auch erkundet. Mal schauen, was dort für Pokémon sind, genau. Sehr schön. Also, was haben wir denn hier? Feuerjuwel. Hier haben wir die, genau. Hier haben wir die Feuerjuwelen und vielleicht... Nein. Was ist Feldbeschichtung? Ein Gegenstand, der von einem Pokémon getragen werden kann, hat der Träger durch eine Attacke oder eine Fähigkeit ein Feld erzeugt, verlängert sich dessen Dauer. Was ist ein Feld?
Also welche Attacke macht Felder? Hm, keine Ahnung. So. Blitzlicht, da habe ich doch schon mal gefarmt. Wo sind die? Glowstone haben wir dann auch mal in einer anderen Truhe. Komm, wir machen mal so eine nette Truhe. Die will ich schon haben. Haben wir nicht eine nette Truhe genommen? Ja, hier, aber das machen wir jetzt da oben hin. Genau, und hier sind die Pilzlichter auch. Sehr gut. Also die nette Truhe ist die hier. Sehr gut. Obsidian haben wir hier noch. Wo haben wir eigentlich denn die rote Pilz? Wo haben wir die roten Pilze? Nee. Irgendwo haben wir rote Pilze reingetan. Ich weiß nicht wo. In die Gartenkiste oder so. Also diese Pflanzenkiste. Ja, rote Pilz. Dann machen wir doch den weg und dafür den braunen Pilz rein. Hier haben wir einfach Gras. Das machen wir auch am besten jetzt hier dort rein. Bahn zum Beispiel. Ich muss mal die anderen Sachen reinstecken. Ja, es ist langsam ein bisschen schwer, da immer alle Items blind, also dass man nicht so viel sortiert. Ich muss das mal alles aufteilen. Ja, kann ich ja wieder ein Livestream machen mit Sortieren. Interessiert sich hier. Ich habe viele dann davon darüber. Ja. Jetzt mache ich das Obsidian hier rein. Und ja, Honigblock, genau. Auch. Ja, da sind noch Karmesinwurzeln, die waren nicht hier drin. Und Wehrwurzeln und Pets. Nicht hier, dafür. Ja, genau, hier noch die Ranken. Die. Ah, sag schon. Korallen. Dafür hier die Sachen, genau. Dann irgendwo noch die Bälle oder so. Geht echt nichts mehr. Okay, dann hier oben. So, dann sind wir wieder fertig. Also, ich sage, wir legen einfach noch kurz los. Wir suchen die. Portal, ja. Ich glaube, ich kann nicht über die Dimension reisen, oder? Okay, wir schauen mal. Wir müssen dann aber sofort Game Mode gehen, wenn es nicht geht. Schauen wir mal, wo sind denn die? Okay, es geht. Es ist einfach nur grau dann. Aber es geht. Sehr schön, dann haben wir ein bisschen abgekürzt noch. Und wir haben die Bastion gesagt auf der anderen Seite. Ja gut. Dauert es halt noch ein bisschen länger. Nein, nicht länger, aber ich dachte schon, die Ding ist so. Ja komm, Nuggets nehmen wir mit. So. Dann schauen wir mal, ob wir die nette Festung noch gut erkunden können. Ich grabe mich jetzt hier durch, damit ich natürlich wieder Baumaterial habe zum Rüberstecken. Jetzt könnte ich auch außen rum gehen, aber man nimmt nicht gerne einfach die Blöcke sofort mit. Man denkt erst spät. Also es ist einfach so. Es ist einfach so, so viele Blöcke mitzunehmen. Ist ja nicht so praktisch in einem Mod, wo es so viele Items gibt. Und ja, ja. Auch in Minecraft Vanilla habe ich immer volles Inventar. Was würden wir nicht gegönnt haben, mehrere Backentaschen. Ich frage mich immer so, wo tun die Charakter dann diesen Loot hin? Ja, in die Backentasche. Wir sind Hamster. Wir sind schlimme Goldhamster. Wir sind das Ratika, der Pokémon-Held. Es gibt, glaube ich, andere Hamster-Pokémon nur noch mit größeren Backen. Aber auswendig kennen und ich tue. Ich tue nicht so. Ich finde ich nicht so, Yoda. Also es kommt keine Lava hier. Das ist gut. Und wisst ihr was? Ich tue das jetzt einfach mal neben dem Part. Zwischen den Parts mal da drüber stecken. Genau. Und dann bin ich dann, ja, denke ich mal, bei der Festung gleich. Im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Jo, viel Spaß noch mit allen Dingen, die ihr macht, was Spaß macht. Auch für die nicht so viel Spaß machen, aber viel Kraft und Freude. Tschüss.